Das ist leider für und die mich stehen, nicht hilfreich. Die stehen auf 1 Meter Versatz nebeneinander. Kannst du jetzt selber ausrechnen. 400 Kubikmeter. Ja, auseinander sind die Words, dann sind mehr als 400 Meter. Naja, aber ganz grob, wenn einer... Die können halt auch übereinander, ne? Also die können ja nicht nur wie nebeneinander stehen, sondern die stehen einigen wir uns darauf, dass 400 reichen, um den Großteil der Bauern abzudecken. Ich glaube, da werden wir es. Ich muss ja nicht alle. Right. Du musst nicht alle, nein. Dann machen wir jetzt einen Nebelwand und Morgendunst. Ach, ich dachte, jetzt kommt irgendwie so Schattententakel aus der Hölle oder so. Sorry. Willst du das? Mach doch. Denn ich kann das. Ja, mach doch. Fein. Das ist ein Krakonier, ist mir doch egal. Fein. Ich hab auch daran gedacht. Mach, okay. Was auch immer am coolsten ist. Dann. Pandemonium. Es sind 400 Bauern, die stehen auf einem Meter. Das sind 400 Quadratmeter, ja? Das ist ein großer Kreis. Das wären 40 ASP. 40 ASP hab ich nicht mehr. Dann Blut. Blutsauerei. Hier bestimmt sogar leicht. Weil du weißt, was letztes Mal passiert ist neben so einem Unheiligtum? Yes, actually yes. Machen wir verbotene Pforten auf. Ja. Machen wir verboten, das ist eine Selbstbeherrschungsprobe, nicht wahr? Ja. Ich hatte heute auch schon überlegt, ob ich das mache. Aber ich habe nicht. Dann schmeißen wir zuerst eine Selbstbeherrschung. Ich gebe jetzt keine Erschwernis an mir, gucken, wie es aussieht. Was aus dem Kopf sehr schwer? Wenn wir jetzt Dämonen beschwören und Pandemonium auf die Bauern schmeißen. Ich meine dieser Schwert hier. Oh, ich wollte sie einnebeln. Ihr wollt, dass ich ein Pandemonium auf die Bauern schmeiße. Ich will, dass du Pandemonium schmeißt. Ja. Das siehst du sehr richtig. Ich möchte das. Ich hab das tatsächlich auch erwartet gehabt, dass jetzt der Pandemonium. Ich hatte so Bock auf die Schattentakel, die ich wollte jetzt hier einfach eine riesengroße Tintenwolke beschwören. Nein. Seht ihr, der Schwarzmagier ist der netteste von allen. Ich will einfach nur, dass beim nächsten Frühstück mir keiner mehr vorwirft, dass ich in Al-Anfa die Bauern abgeschlachtet habe. Da werde ich mich umdrehen, Sebetio angucken und böse gucken. Und sagen, hier, der ist viel schlimmer als ich. Aber das hier sind die abgrundtief bösen Bauern. Es zählt nicht. Bauer ist Bauer. Oh wow, es muss eine Selbstbeherrschungsprobe plus 10 gelingen. Ja, siehst du? Ich wüsste, dass da eine ordentliche Schwernis für Einsteigerhelden ist das ganz schön fies. Kann ich die Schippe, das wenn ich die Schippe, ist das nicht. Warum habe ich die um 3 erschwert? Also weil ich den Zauber eigentlich schon eingegeben hatte. Du kannst im Vorhinein den Chip ausgeben für 5 Punkte, oder nicht? War das nicht so? Oder war es nicht so, weil das wird reichen. 5 Punkte? Ich glaube, ich nage mich da nicht mehr drauf fest. Ich glaube 3 Punkte. Es kann auch 3 sein. 3 reichen mir nicht. Dann würfel neu, aber musst du denn alles neu würfeln? Reicht irgendwas? Körperkraft neu. Würde die KK, ja, würfeln wir die KK neu. 3 Punkte? 20? Hä? Der Lucky Mann hat's. Wow. Ich kann ihn einfach kleiner dimensionieren. Ich verliere ja nichts, wenn ich hier SPH nicht schaffe. Richtig, ja. Das ist ja nur dein Blutzauber. Wie lange dauert das? Das dauert eine Aktion. Gut. Richtig, das ist echt schnell. Also verbotene Pforten stößt du quasi instantan auf. So, ich kriege die Hälfte. Bargains off. Möchtet ihr die Hälfte im Pandemonium oder alle im Nebel? Hälfte im Pandemonium. Hälfte im Pandemonium. Auf jeden Fall. Okay, und jetzt bitte eine von Vernunft getriebene Antwort. Zunami sagt das Gleiche. Raphim mäht die andere Hälfte weg. Und wir können euch am Frühstückstisch beide böse angucken. Okay. Wenn dann du so 20.000 AP Magier bist und da sind eine Herde Bauern, dann musst du die auch ummetzeln. Alright, dann wir haben leider keine Zeit, um uns Zeit zu lassen. Deswegen würfeln wir einen ganz normalen, wenig erschwerten. Habe ich nicht einen im Stab? Nicht blöd. Warte, ich halt gerade alles auf. So, Zulamin, du hattest deine Liturgiekenntnisprobe gewürfelt. Erschwernis war drin. Ja, sogar die für Serpentilio. Ja, weil er ein Ketzer ist. Wegen seinem Freeflammen. Ich habe jetzt leider den Chat gelöscht, Entschuldigung, ich wollte den Würfel klären. Plus 2. Hatte ich gesehen, ja. Es waren 8 Punkte übrig, da kommen noch 3 für Nähe zur Gottheit drauf. Das heißt, gegen Herrschaftszauber haben wir jetzt einen Elferschutz. Sollte der Zauber keine Punkte mehr übrig haben, fällt er ganz ab. Aber ja, Details. Gut. Also Zulamin sieht die Sache mit der Krone, dreht sich einmal in die Runde. Geliebte Herren, schütze uns vor dem Einfluss dieser Krone.
Gut, ja, Abelmir zögert weiter raus, Boltax zögert weiter raus und dann ist Serpentilio mit seinem Tentakel-Zauber. Ich habe einen Stab, der ist nicht groß genug, ich baller da alle verfügbaren ASP rein. Und zwar, ich habe die Merkmale Beschwörung und Dämonisch. Wie sind die Boni? Also Dämonisch, Charybdorot gibt was. Nee, keine Domäne. Es sei denn, es ist frei. Dämonenbeschwörungen sind um 1W3 Punkte erleichtert. Nicht Zauber mit Merkmalbeschwörung? Also es ist ja eine Dämonenbeschwörung. Es ist eine Dämonenbeschwörung. Das sind Schattententakel aus der Hölle. Ja, ja, die werden jetzt Von der Hölle. Sicher, dass wir das wollen. Dann, ich nehme den W3. Eins. Okay, so. Ich bekomme einen Punkt Erleichterung aus dem Hiersein, einen Punkt aus dem Stabfokus Beschwörung, einen Punkt aus dem Stabfokus Dämonologie. So, drei Punkte Erleichterung. Keine Erschwernis, gib ihm. Du kriegst dann zwei Punkte Erschwernis aus dem Blutzauberei. Nee, eben nicht, weil. Nicht bei Dämonen. Nicht bei Dämonen. Geht ja nicht, weil ich zauber ja nicht mit Blut. Achso, okay. Das Ritual hat ja nicht. Aufgefallen, so left and right. Er hatte Angst vor dem Schneiden. So, gib ihm. 2018. Das ist halt so voll. Also, trotzdem, so, wir haben jetzt auf der gesamten Fläche von. Sorry, wir sind. 34 minus 11, 23, 230 Rechtsschritt. So, etwa die Hälfte. Dann würde ich sagen, nehme ich dir 230 Bauern weg, ja. 230? Quadratmeter, oder nicht? Right, yes. Ja, mit Zentrum Guljubor, ne? Ja, aber 230 Quadratmeter? Nee, tatsächlich, ich möchte das Ding so formen, ich kann das ja frei formen, dass Guljubor sehr speziell ausgespart wird. Ach so, das du möchtest Guljubor aussparen, ja. Ich will ja nicht, dass Raffin gepackt, eben aus die Krone da rausholen. Ich will im Prinzip jetzt eine ganze Menge Bauern abschlachten. Right, und zwar, es erscheinen 17 Krallenhände, 8 Tentakel ja, und ein Maul das ist pro halt, Quadratmeter. Das ist so, halt richtig, richtig zerfetzig, ne? Ihr wolltet. Also die sterben halt in einer Aktion oder so. Vielleicht das auch nicht. Ja, okay, ist und halt, dann, wenn man Bauer ist. Vor allem bildet bin jetzt einen relativen Ring um Julia Gold rum und Rafim kann da hoffentlich rein. Gut, dann die machen die Dinger ja nicht. Ist Rafim jetzt auch seine Schuppenrüstung gewachsen? Und du kannst dich reinstürzen. Ja, ich würde Schragner cool anschauen. Ich habe ja hier meine Kriegskunstprobe gewürfelt. Dem soll sie anderen Krakonier anführen. Tötet sie alle. Ich schlag dir eine Spalte. Ja, keine Gnade. Und damit wirbelt er sich mit seinen Flossen, mit seinen Fußflossen kann er sich abstoßen. Wie ein Speer dringt er hinein in das Herz dieser Bauernarmee, die diesen Spalt, den Serpentilio ausgelassen hat, der dann auch gerade um ihn herum entsteht und spießt jetzt krakonischen Bauer um Bauer um Bauer auf. Ja, und jetzt die Scharmützel regeln nach Hafax ausgepackt. Mein Ziel ist nee, ein bisschen... Nee, das macht keinen Sinn, weil... Ich möchte wie ein König hinter ihm herstreiten, so als wäre er so ein bisschen... So als wäre er als Blumenmädchen auf einer Hochzeit, wo es meldet er sich halt durch Bauern und ich möchte königlich dahinter herstreiten, du hättest ihn den Herold stehe. Du hättest ihn den Herold der Vernichtung nennen können und kommst auf Blumenmädchen. Blumenmädchen. Blumenmädchen wie bei einer Hochzeit. Blumenmädchen der Vernichtung. Ja. Blutmännchen. Ich möchte auf Guljugor natürlich zuschwimmen. Ja, du siehst, dass dir Schragnarkul tatsächlich eine gewaltige, große Kerbe in diese Formation gehauen hat. Und wenn du dann grob noch 20 Meter zu ihm hast, kannst du sehen, wie sich selbst Schragnarkul an den Kopf packt, auf die Knie taumelt und seinen Speer loslässt. Und dann erhebt er sich wieder. Dreht sich um. Möchtest du ihn dort stehen lassen? Möchtest du an ihm vorbei oder möchtest du mit ihm kämpfen? Denn er dreht sich um und marschiert. Selbst mit Sulamins Harmoniesegen? Ja. Oh. Muss mal eben was überlegen. Ich sehe, dass er seinen Speer fallen lässt. Das sehe ich in der ersten Aktion, richtig? Genau, also er war ja kurz vor dir, geht dann auf die Knie, lässt seinen Speer kurz fallen, weil er sich an die Hände greift. Dann könntest du entweder an ihm vorbeiziehen zu Guljugor. Es ist schon chorgefällig, ihn jetzt einfach niederzustrecken. Richtig, ich steche ihn halt direkt nieder. Er ergibt sich mitten in der Schlacht. Von hinten in den Rücken mit seinem Schwimm, mit Speer Frimla in seinem Rücken. Okay, gut. Also sorry, aber mir, ich habe kein Herz mehr. Also nee, das ist Chor ja richtig. Chor wird's halt so machen. Ist halt assi, aber Chor wird's so machen. Dann kannst du Schragnarkul von hinten richten.
Und ja, ein Stich von hinten in den Rücken, in sein Herz, auf das du deins wiederbekommst, ziehst wieder raus, während er dann blutend zu Boden geht und kannst dann weiter mit Frimla um dich schlagen, Krakonia köpfen, enthaupten und stehst dann vor Gul'jugur. Naja, es ist Zeit, dass auch ihr euer Ende findet. Er hat einen Dreizack. Und ja, ja, dann wird er tatsächlich im Wasser schwimmend den Kampf mit dir beginnen, während die Bauern weiter vorrücken. Dann gib mir mal eine Initiative. Wie war das nochmal mit Schwimmen-Initiative oder würfeln wir einfach nochmal? Eine ganz normale machen also, wir jetzt. Okay. Genau, wir machen eine ganz normale Initiative, das passt. Warte. Ja, ach, ich habe nur 18. Obwohl, nee, ich hätte eine 19 mit meinem Speer. Wegen dem Waffenmeister. 19. Er hat eine Ini von 16 plus 6, dann ist er bei der 22. 22, richtig. Ja, dann, er möchte erstmal gucken, was du tust. Ich möchte ihn stechen. Du möchtest ihn stechen, ganz normal? Dann würfeln wir mal deinen Angriff. Ich würde ihn mit der Finte stechen wollen. Mhm. Machen wir mal eine Finte plus 6. 13, das sieht gut aus. Dann versucht er mit seinem Dreizack ganz normal zu verteidigen. Und mit der 18 ist das nicht gelungen, zusammen mit der Finte. Dann kannst du Schaden machen. Treffe ihn in den Kopf mit 17 Schaden. Reicht das, um ihm die Krone direkt vom Kopf zu schlagen? Na, da möchte ich entweder den gezielten Stich oder die 20 haben. Okay. Reicht ein gezielter Schlag, du musst nicht stechen. Gezielter Schlag, genau. Gezielter Schlag plus 10, um entweder ein gerüstetes Nervenzentrum von ihm zu treffen. Schaden durch den Speer. Er hat einen 8er Rüstungsschutz. Beziehungsweise, Entschuldigung, er hat einen 6er Rüstungsschutz. Natürlicher Rüstungsschutz und Fischhautrüstung. Sodass er dann noch 11 Schaden bekommt. Er würfelt dann auch mal seine Selbstbeherrschungsprobe. Ja, die erste wird er mit sich einpacken. Ich wollte gerade sagen, trotz der. Ja, doch, das passt. Schafft er. Geht ja ein K.O. und K.K., glaube ich, bis selbst wäre schon. Ja, genau, und da sind Krakonier tatsächlich sogar noch relativ gut. Dann wird er selber versuchen, mit seinem Speer zu stechen und er macht dann auch einen gezielten Stich gegen deine Rüstung. Du hast einen Rüstungsschutz von? Das ist jetzt wieder die Frage. Ich glaube, dieses schwarze Kommt Feld auf die Trefferzone an, ne? Kann er nicht stechen? Das kann er nicht durchstechen, Feld, aber deine normale kann Rüstung. Durchstochen werden. Deine normale Rüstung würde er sonst durchstechen. Das schwarze Feld ist natürlicher Rüstung und kann durchstochen werden. Gut. Genauso wie damals, trotz, by the way. Genau. Ich gebe mir einfach mal die 7. Das ist eine 4 plus halber Rüstungsschutz, ne? 4 plus halber Rüstungsschutz. Ich habe eine 14 in der eine 13 am Kopf. Das wäre das Niedrigste, wäre eine 7. 7 plus 4 sind 13, plus 7 sind 20. Das hätte er geschafft. Wenn er die Zone anvisiert, muss er aber die Zonenerschwernis mitnehmen. Ansonsten muss er würfeln. Er hat keine Zone. Er muss würfeln. Warte. Ja, wenn er keine Zone hat, ist die Erschwernis Seraphins Gesamtrüstungsschutz. Und ja, der berechnet sich aus. So. Glaub mir, du willst das nicht berechnen. 14, so. Irgendwie sowas. Passt. Nee, nicht 14. Weniger. 10 oder so. Okay, Diskussion hätten wir uns sparen können. Ja, dann einfach verlieren. Ich hab auch gedacht, dass ich deswegen abbreche. Ich habe halt keine Erschwernisse mehr, ne? Unter Wasser. Ich nehme an, er sollte auch gezielt stechen, sonst wird er mich nicht treffen. Er macht ja einen gezielten Stich. Nein, er muss finden. Ach so, er muss finden, ja. Es sei denn, du passt. Ja, richtig, richtig. Ja, dann darfst du... Ich habe noch eine dritte Aktion. Hat du hast eine auch? Dritte? Nee, die hat er nicht. Dann möchte ich ihn jetzt nochmal... Komm, ich möchte ihn wuchtschlagen. Ich möchte ihn kurgemäßig vermöbeln. Komm, Hammerschlag. Ach nee, kannst du nicht. Nee, kann ich nicht. Plus 6 natürlich. Das ist nochmal 21 Schaden in seinen Arm. Das dürfte die nächste Wunde sein. 14 Schaden kriegt er da. Währenddessen können die anderen auch erkennen, wie jetzt die Bauern um euch herum sind und euch tatsächlich dann auch angreifen. Müssen wir nicht erstmal auf ihre Moralwürfe... Also den Gedanken die Bauern... Die sind Gedanken kontrolliert, ja. Die sind Gedanken kontrolliert, die sind beherrscht, ja. Was will ich machen? Warte, sobald. Moment. Ich würde gerne was gemacht haben, sobald sie in unmittelbarer Nähe sind, und zwar eine Dunkelheit. Ja, ich möchte auch was machen, sobald die in unmittelbarer Nähe sind. Okay, ich fange oben an, ohne die Initiative zu Lamin. Was möchtest du tun? Ich möchte eigentlich nicht mit denen kämpfen, also vielleicht können wir uns zurückziehen.
Aber ich würde bei den Magiern bleiben, um die zu beschützen. Gut, aber mir. Ich würde mich auch zurückziehen wollen. Ja, klingt clever. Boltax? Also bleibst du auch bei zu lang. Dunkelheit? Genau, ich mache die Dunkelheit und ziehe mich dann auch zurück. Ja, das wäre zumindest dann eine +8 oder +8 oder sowas, ne? Abhängig von deinen Punkten. Je nachdem. Wir würfeln sie einfach mal. Würfel einfach mal deine Dunkelheit. Dann sind deine ASP auch wirklich leer. Nö, die Dunkelheit kostet nur eine ASP. Ein? Ja, das ist nicht teuer. Falsch. Was? Dunkelheit ist tatsächlich sehr günstig. Saugünstig. Ich bin Umweltmagier und ich wusste das nicht mal. Aber teuer zu leveln. Also, ja. Nee, 3 ASP pro Spielrunde. 3, sorry, ja. Pro Spielrunde, egal, ja. Okay, gut. Aber denk dran, der ist aufrechterhalten. Du hast ja nur noch 8. Nee, der ist nicht aufrechterhalten. Du musst vorher sagen, wie lange der Geld ist. Genau, eine Spielrunde. Ja, 5 Minuten reicht ja auch. Reicht. Serpentilio kann auch was machen. Serpentilio greift irgendwie mit dem einen Arm zu dem ihn an. Ey, der sollte ihn genau hier bleiben. Und lässt mit dem anderen noch ein Pandemonium los. Noch ein Pandemonium? Ich bin ASP leer, aber ich habe einen im Stab. Ja. So, ich muss einmal ganz kurz die. Ich würfel 3W20 für die Ritualkenntnis. Ja, sollte halt. Ja, sein. Das ist geschafft. Und wir definieren das Ding als Kreis, der uns einschließt. Also nicht, dass ihr selbst zerrissen werdet, sondern dass ihr eine Mauer habt, eine Mauer aus Krakenarm. Genau, eine Dunkelheitszone und darin... Oder und stehen wir in der Dunkelheit? Ihr steht mit mir in der Dunkelheit, ja. Dann wird Serpentilio garantiert keinen von euch loslassen. Ihr solltet euch keinen Schritt weit bewegen, sagt er über die Soundkulisse von rasenden Mäulern, Krakenarmen, die umherpeitschen und blutiger Nebel, der dann in eure Dunkelheit hineinstiebt. Ihr könnt nichts sehen, aber ihr könnt es riechen. Unter Wasser ist riechen schwer. Ich kann durch meine eigene Dunkelheit sehen. Sonst keiner. Es ist buchstäblich. Du siehst das Massaker. Ich will das gar nicht sehen. Ich beschreibe euch jetzt nicht, was da passiert. Naja, also das wollen wir wirklich nicht. Das ist sehr... Uiuiui, das schlägt mir glatt auf den Magen. Ja, Rafim, du hattest deinen dritten Angriff schon gewürfelt, ne? Ja, er hat seine zweite Wunde nämlich ankassiert. Dann würfel ich jetzt die Selbstbeherrschungsprobe. Das soll das jetzt... Soll der packen. Ja, komm, er hat einen Schicksalspunkt. Würfelt. Vor allem, das ist Mut K.O., da wird er gut sein. Alles klar. K.K., da wird er gut sein. Ja, ich bin jetzt zu faul zum Rechnen. Dann hält er das zumindest aus, kassiert den nächsten Stich von dir abzüglich seiner Rüstung und nächste Kampfrunde. Jetzt zieht er vor, zweimal. Würde ich ihm auch achten. Gezielten Stich muss ich ansagen, sonst passiert hier nichts. Und ich mache zusätzlich eine Finte 5. Finte 5 gezielter Stich. Ach Junge, das wird abhängig. Könnte aber obwohl, die Frage ist, kostet dich der gezielte Stich 4 Punkte plus Rüstung? Die 4 Punkte plus halbe Rüstung. Die 4 Punkte kann er sich aber wegkaufen. Durch den Waffenmeister. Ich gebe trotzdem seinen Schicksalspunkt aus. Er hat einen Schicksalspunkt. Mach mal. 11. Na gut. Ja, dann komm, mit Schicksalspunkt hast du getroffen, dann trifft er mich wenigstens. Na, alles klar, gut. Dann hat er dich einmal getroffen mit dem Dreizack. Ich muss gerade mal schauen, wie viel Schaden macht denn der. Ich will den Mann ja aber noch parieren. Sagenhafte 1W6 plus 4. Ja, warte mal, lass mich erst mal gucken, ob der Mann mich trifft. Er trifft mich auch. Super. Dann macht 1W6 plus 4, die nicht durch Gegenrüstung gehen und die automatisch eine Wunde verursachen und deren Wundschwelle um 2 gesenkt ist. 10. Und wenn er eine Wunde macht, dann macht er eine zusätzliche. Ja. Nee, er macht automatisch eine und dann gesenkte Wundschwelle. Dann ist das sogar Blutungsschaden. Warte mal, lass mich. 10 Schaden sind auf jeden Fall eine Wunde. Ja, 10 Schaden ist eine Wunde, dann macht er 2 Wunden, weil er automatisch eine zusätzliche macht. Wie ist deine Wundschwelle? Warte, meine K.O. ist 17 und dann habe ich Eisern. Glaube 9. So, 9, gesenkt um 2, 7. Okay, 10 ist nur eine Wunde, Glück gehabt. Ja, dann kriege ich 2 Wunden, dann kriege ich nochmal 2W6 extra. Außerdem AT, PA, KO und KK jeweils minus 2. Rafim, es kennt das gar nicht, dass man mal Schaden kriegt. Warte mal, muss ich das selber eintragen oder macht das Fantasy Grounds automatisch? Nee, du musst über Kampf, Rüstung, ja, da kannst du das reinklicken. Genau. Aber den Rest und dann, macht er automatisch? Genau, dann macht er alles automatisch. Ich hatte mir gerade eine 20.000er Parade eingetragen, das wäre auch nicht schlecht. Wäre auch schon passiert. Warte mal, 14. Okay. Dann kannst du das erste Mal zustechen, bevor er dann sein zweites Mal zusticht.
Erstmal Wundschmerz prüfen. Ah, du hast keinen Märtyrersegen. Doch, habe ich. Wegen deinem Speer. Ich kann kämpfen, bis ich tot bin. Richtig. Aber das ist kein Märtyrersegen. Das ist Frimlars Eigenschaft, habe ich ihm irgendwann durchgesagt. Also Entschädigung, das ist nein, viel aber du musst eine Selbstbeherrschung plus 8 schaffen. Okay. Okay, dann kannst du dir die Erschwernisse wieder austragen. Also trage ich einfach die Wunden aus und trage sie am Ende wieder ein. Ja. Ja, ich möchte ihr natürlich einen Wuchtschlag ansagen. Er pariert ja nicht. Genau. Beziehungsweise er müsste gar nicht ansagen, was er tut. Weil er eine höhere Initiative hat, aber ja, mach einfach mal. Das sind dann nochmal 21 nochmal in seinen Schildarm. Der dürfte jetzt eine zweite Wunde haben. Warte mal, 21 minus 6 sind 15. Dann würfelt er jetzt tatsächlich auch wieder eine Selbstbeherrschungsprobe. Die sieht aber zum Beispiel mal gut aus. Die packt er. Dann kann er sein zweites Mal zustoßen. Und das sieht auch gut aus. Entschuldigung, das waren wieder die gleichen Ansagen, weil er hat einen Waffenmeister auf gezielten Stich. Da steht ja tatsächlich auch dran. Okay, super. Aber wieder 1W6 plus 4. Das sind 8 auf die 1. Linke Bein. Okay, das ist keine... Oh doch, das ist eine Wunde, weil ich eine 2 gesenkte Wundschwelle habe. Warte, jetzt... muss ich diese Wunde jetzt separat ignorieren oder eins? Oder gesamt? Darum? Nein, separat. Separat, okay. Dann werde ich auch die easy ignorieren können. Ja, dann möchte ich... Warte mal... Du kannst dann... Ich habe angegriffen und zweimal pariert. Dann sind wir jetzt beide fertig. Richtig. Dann nächste Kampfrunde. Und er wird wieder... Er zieht die wieder vor, ja, weil das nur Sinn macht. Und wieder sein gezielter Stich. Finte 5. Nicht geschafft. Nee, das wird nicht reichen. Mit der 19 hat er es nicht geschafft. Ja, ich versuche ihn natürlich wieder zu schlagen. Nein, er pariert nicht. Genau, warte mal. Außersehen, noch eine Wunde. Das sind 22. Ja, währenddessen kannst du auch selbstverständlich andere Bauern spüren, die auf dich einhacken mit ihren Sensen. Es kommen aber nur 5 um dich rum, weil 5 maximal ist. Die bleiben aber auch ungewürfelt an deiner Rüstung hängen, weil die. Das macht einfach keinen Sinn bei einer 14er Rüstung. Die schlagen halt mit ihren Algenmessern zu, das macht keinen Sinn. Sie können kritten, das war eine automatische Wunde. Ich wollte es nur beschrieben haben. Ich würde jetzt 5W20 würfeln. Da sind sie. Das ist die 1. Das ist die 1. Das machen sie noch bestätigen. 1W6 plus 1. Nee, die müssen sie noch bestätigen, erst die glückliche Attacke. Naja. 19, ich bestätige. Okay. Schade. Ja, wie gesagt, also du wirst eingehackt, eingeprügelt, du verlierst Ausdauer, gerade jetzt auch unter Wasser. Alles sehr ungewohnt. Aber du konzentrierst dich nur auf die Krone und Gul'jugor. Frage ist, wie viele Lebenspunkte hat der Mann noch? Er blutet stark. Okay, weil ich habe jetzt angegriffen, er hat einmal angegriffen, dann werde ich ihn nochmal angreifen. Aber, er will mich ja erstmal nochmal angreifen. Er hatte dich angegriffen, mit der 19 hat er nicht getroffen. Naja, aber will er nicht zweimal angreifen? Achso, aber du hast jetzt gerade noch getroffen, ne? Mit der 22, ja, den Schaden habe ich mir nicht aufgeschrieben, das reicht. Achso. Das reicht tatsächlich, dann kannst du ihn, wo triffst du? In den Torso. Kannst du ihm Frimlar in die Brust drücken, drehst noch einmal vernehmlich und reißt ihm, so wie du dir selbst sein Herz rausgerissen hast, auch ihm sein pochendes Herz heraus und der Kroakonia stirbt. Reicht. Hat das sofort eine Auswirkung auf den Rest von den Bauern? Also die restlichen Bauern, merkt man direkt, dass sie sich dann... Keine Ahnung. Sie schlagen nicht mehr auf dich ein, aber sie hören auch nicht auf, jetzt zurückzugehen. Sie machen einfach gar nichts mehr und bleiben stehen. Wenn sie stehen bleiben, sterben sie. Zumindest in deinem Tentakelwirbel, ja. Aber die vor Rafim jetzt standen. Um Rafim rum, die bleiben da jetzt weiter stehen. Und ich möchte mir natürlich die Krone greifen. Das ist jetzt natürlich mein Ziel. Mhm. Rafim, du bist doch ein König. Jetzt ist er ein Doppelkönig. Ja.
Ja, du greifst zu. Die Krakonia-Krone passt tatsächlich auch auf einen ziemlich großen Kopf, vielleicht sogar deinen. Aber die ist wohl eher gefertigt für diese feisten Köpfe von diesen Krakoniern und diesen Froschwesen. Sie besteht aus, du würdest sagen, einer Art Silber, aber bläulich angelaufen. Und sie fühlt sich ebenso kalt an wie Serpentilio. Ja, läuft. Ja, ich steck die erstmal in meinen Gürtel. Und dann schaue ich mich um, ob noch irgendjemand gegen mich kämpft. Aber ich vermute, dann stellen sie das endgültig alle ein. Und die stellen das ein, ja. Die letzten um den Kreis von Serpentilio, die dann da gestorben sind, sind dann eben auch tot. Rückt keiner mehr nach. Und dann bleiben all die Bauern dort stehen, wo sie eben waren. Ich möchte beim Zurückschwimmen noch von Schrankner Kuhl, ich nehme an, der hat einen Chorspieß oder sowas? Der hat einen Chorspieß, ja, einen ganz klassischen. Den möchte ich gerne einsammeln. Und dann möchte ich stehen bleiben, um nicht von Sepetius Dämonenarm zerfetzt zu werden. Ja, Boltax könnte dann die Dunkelheit auch wieder fallen lassen, die ist ja aufrechterhaltend. Und dann kann Serpentilio seine Schattendentakel zurückziehen, wenn die Dunkelheit aufgewichen ist. Das dauert eine Minute, denn er muss sich erstmal umsehen und durchatmen und sich sicher sein. Du kannst ja wohl umschwimmen, oder? Zumal wir unglücklicherweise in einer Blutwolke stehen. Sind die nicht am Boden alle? Die sind am Boden, ja. Mitunter auch. Kann man umschwimmen? Die Tentakel wachsen ja auch nach oben, also. Soll ich jetzt sagen, look, willst du wirklich herausfinden, wie viel Reichweite die Jungs nach oben haben? Ich nämlich nicht. Nee, auch nicht. Also, ihr könnt die Dunkelheit um euch herum fallen lassen und auch die Tentakel und seht dann die übrig gebliebenen Bauern, die dort jetzt regungslos stehen und verharrt sind.